Vielen Dank für die Nominierung, René. Ich werde die Challenge natürlich annehmen. Ich werde sie aber auf meine Weise gestalten. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Evan. Das ist ein YouTuber, den werde ich euch unten noch einmal verlinken. Ich finde, es ist eine ziemlich dämliche Challenge irgendwie. Aber dennoch finde ich es gut, dass dieser Hype um die Krankheit entstanden ist und natürlich auch viel Spendengelder rumgekommen sind. Bevor wir jetzt anfangen, nominiere ich Gabriel Daragan, René Grüne und Frederik Kaikos, der die Kamera heute führt. Viel Spaß bei dem Video. Für die echte Eisbucket-Challenge benötigen wir Eiskaffee, Eistee, Wodka-Eis, Eisbonschen, Eisbergsalat. Ich nehme natürlich nur die Welkenblätter, Schokoladeneis, Vanilleeis und Erdbeereis. Und natürlich brauchen wir einen ganzen Haufen von... Guess what, motherfuckers? Das ist eine echt dämliche Idee gewesen. 3, 2, 1. Oh, holy moly. Oh, ich kann nichts sehen. Ja, das war echt erfrischend. Wow. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr wirklich dafür spendet. Und jetzt gehe ich erstmal duschen.